Lade dir jetzt World of Warships über den Link in der Beschreibung runter und spiel kostenlos mit. Du bist ein neuer Spieler? Dann registriere dich jetzt, um ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro zu erhalten. Games Aktuell Podcast 607, in dieser Woche mit Predator Hunting Grounds, mit Beta-Eindrücken dazu, Panzer Corps 2 im Test, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster und natürlich wie immer mit euren Community-Beiträgen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Games Aktuell Podcast, schon zum dritten Mal jetzt aus dem Homeoffice. Und diesmal habe ich mir in den Teamspeak geladen den Matti. Hallo. Und den David. Hallo, grüß dich. Wie geht es euch denn so weit fern vom Büro? Da muss ich dich ja schon direkt unterbrechen und korrigieren, denn ich sitze ja im Büro tatsächlich. Bin einer der wenigen, die noch die Fahne hier hochhalten, was hauptsächlich daran liegt, dass ich ja nach wie vor Videos vertone. Und entsprechend sitze ich auch gerade bei uns im Präsentationsraum, dann halt nur mit Kopfhörer auf. Boah, das muss aber ein komisches Gefühl sein, da fast alleine im Büro zu sein, oder? Es ist ein schönes Gefühl, nicht komisch, es ist schön. Es ist ruhig, es ist leer, niemand nervt. Könnte man eigentlich ewig so weiterbehalten. Ich bin jetzt dann seit 2 Wochen im Homeoffice, oder gut 2 Wochen, und langsam hätte ich auch schon wirklich Bock, mal wieder einfach nur ins Büro zu kommen, aber soll man machen? Ne? Aber David, du weißt auch, du bist damit jetzt Verdächtiger Nummer 1, wenn alle zurückkommen und irgendwo was fehlt. Ja, das stimmt, aber ich halte mich ja zurück, also ich nehme dann nur subtil Sachen mit, also keine Ahnung, mal so ein bisschen Besteck oder keine Ahnung, Drucker, also nichts, was auffällt. Nichts, was die Leute täglich benutzen. Sehr schön. Nee, also ich finde, Homeoffice ist wirklich so eine Sache. Also man ist zwar ähnlich produktiv, das schon, das funktioniert, aber die Sozialkontakte, die fehlen mir. Dann brauchst du einfach mehr Mitbewohner. Also ich habe ja 4 Mitbewohner und das ist auch der Grund, warum ich lieber auf der Arbeit bin, weil dann muss ich die nicht sehen. Ja, gut, und die Ansteckungsgefahr ist etwas geringer vielleicht sogar, ne? Ja, dadurch, dass wir uns hier halt auch wesentlich mehr Platz verteilen als in so einer, keine Ahnung, wie viel wir haben, 70 Quadratmeter WG oder so, ist das eigentlich schon fast die sichere Alternative. Das stimmt auf jeden Fall. Naja, nee. Ja. Aber gut, genug ja, des Smalltalk. Ne? David, ja. David, du bist ja nicht nur im Büro, um Sachen zu klauen, sondern auch um Dinge zu machen. Richtig. Du hast zum Beispiel die Beta von Predator gespielt. Genau. Und warst nicht sonderlich begeistert, soweit ich deinen Artikel interpretieren konnte. Das hast du relativ gut interpretiert, ja. Wobei auch da der Begriff Beta ein bisschen schwierig ist. Also ich habe ihn auch benutzt, aber offiziell war es jetzt keine Beta-Phase, die am vergangenen Wochenende lief. Vom 27. bis zum 29. März lief so eine Trial, also eine Probeversion, in die man einfach schon mal reinspielen konnte. Und das habe ich auch gemacht auf der PlayStation, auf meiner Standard-PS4 allerdings. Und habe mir da mal, ja, keine Ahnung, ich glaube, ein bisschen was zwischen 5 und 10 Stunden die verschiedenen Karten angeschaut, mal die Matches ausprobiert, Charaktere durchprobiert und einfach mal geguckt, was das so hermacht, bevor es dann am, jetzt müsste ich es wieder nachgucken, am 24. April ist, glaube ich, dann Release. Und war dann nach meinen Eindrücken ein wenig skeptisch, ob sie dieses Datum beibehalten sollen. Oh, weil einfach so viele Bugs, oder war das jetzt einfach das Grundgerüst stimmte nicht, oder woran hakt es aktuell? Also ich kann ja mit dem Grundgerüst anfangen. Das ist tatsächlich noch so das, was mit am besten funktioniert. Also das ist einer dieser aktuell wohl im Trend liegenden asymmetrischen Multiplayer-Titel. Verstehe. Ja. Die es ja jetzt auch im kommenden Resident Evil gibt oder bereits in Doom Eternal gab es ja einen ähnlichen Modus, wo du 2 gegen 1 spielst. Wolf hat ja so diesen Startschuss ein bisschen dafür sowas gegeben. Ne? Genau, die haben so diesen Trend losgetreten und Predator Hunting Grounds geht da genau in dieselbe Richtung. Das heißt, du spielst mit 4 Marines gegen einen anderen Spieler, der den Predator steuert. Und versuchst da eben im südamerikanischen Dschungel zu überleben und nach 15 Minuten möglichst mehr per Helikopter dann die Karte zu verlassen. Okay. Und der Predator hat wie in der Filmvorlage einfach große Vorteile gegenüber einem normalen Marine, oder?
In der Theorie, ja. Also der Predator verfügt natürlich über tödlichere Waffen, als das die Menschen tun. Er hat die Möglichkeit, durch Bäume zu klettern, sich unsichtbar zu machen oder auch auf eine Wärmesicht umzuschalten, um eben dann seine Beute zu suchen. Wohingegen die Marines eben ein bisschen klassischer ausgestattet sind. Das heißt, du hast halt Waffen, du hast verschiedene Ausrüstungsgegenstände wie Granaten oder Medipacks. Und dadurch ist es halt grundsätzlich eigentlich ein sehr spaßiges Katze-Maus-Spiel, das sich da entwickelt. Es fehlt halt so ein bisschen an der Feinjustierung, würde ich jetzt mal sagen. Also so in Sachen Balancing einfach, dass manche Waffen zu wenig Schaden austeilen oder was ist es da? Also es liegt hauptsächlich daran, dass der Predator irgendwie noch nicht so sonderlich gut gelungen ist, würde ich jetzt mal sagen, weil der Reiz ja darin liegt, dass er so ein bisschen der lautlose, natürliche Killer ist. Ja. Und das funktioniert noch nicht so richtig gut. Was hauptsächlich daran liegt, dass er nicht lautlos ist. Also selbst wenn du mit dem Predator einfach nur durch die Bäume läufst, ist das ziemlich laut. Wenn er einfach nur hockt und auf seine Beute schaut, macht er diese typischen knackenden Predator-Geräusche oder schnauft oder kreischt oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, dass man ihn gut ausmachen kann. Zudem ist es so, dass er trotz seines Tarnmodus immer noch sichtbar ist, also er fällt deutlich auf vor dem Hintergrund, weil da quasi so eine spiegelnde Silhouette immer noch darstellt. Also du musst es dir so ein bisschen vorstellen, als würde jemand schlecht in einem Greenscreen stehen oder sowas. Okay, also so ähnlich sichtbar wie anno dazu mal in Doom die unsichtbaren Gegner, die dann halt in Bewegung gleich auszumachen waren. Also haben sie so ein bisschen... Das Problem der bisherigen asymmetrischen Spiele war ja, dass der eine, also das Bossmonster oder wie man es nennt, immer zu mächtig war, und hier haben sie es irgendwie dann wohl umgedreht. Ja, richtig. Das liegt auch noch, also es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar ist es ja im Idealfall so, dass du dir das gegnerische Team 1-1 nacheinander rauspickst, weil du gegen 4 Leute auf einmal natürlich nichts auszurichten hast. Das Problem ist nur, dass sich das Feuerteam, also so heißt diese Vierergruppe aus Menschen, sich eigentlich nie aufteilen muss. Ja. Es gibt zwar auf den verschiedenen Karten, im Gegensatz zu anderen asymmetrischen Spielen wie Evolve oder Freitag der 13. oder so, gibt es jetzt Missionen, die du erledigen musst. Das heißt, du rennst über diese Karte und versuchst, irgendwelche Satellitenanlagen zu hacken, oder du musst auch NPC-Soldaten erledigen und solche Geschichten. Ja. Aber du hast halt immer nur ein Ziel zu einer Zeit. Das heißt, du kannst das recht linear nachverfolgen und dann am Ende eben in deinen Hubschrauber steigen. Also es ist nie irgendwie vonnöten, dass du dein Team aufteilst, die Leute sich mal aufsplitten oder in verschiedene Richtungen gehen müssen, sondern du kannst eigentlich durchgängig mit 4 Leuten auf einem Haufen stehen. Und dann hast du als Predator eigentlich nichts, also du kommst halt nicht durch. Konntest du das Ganze eigentlich mit irgendwie Freunden spielen, oder du hast dann mit Zufallsleuten im Team gezockt? Ich habe jetzt im Probewochenende mit Zufallsleuten gezockt. Das geht dadurch, dass es ein Ping-System gibt. Das heißt, du hast du drückst eine Taste und dann kannst du zum Beispiel Gegner oder Munitionsvorräte oder sonstiges kannst du markieren. Du hast auch so ein Ringmenü, ich glaube wie auf Counter-Strike, wo du halt verschiedene Befehle auswählen kannst, von wegen zusammenbleiben, das Ziel erledigen, ich brauche Hilfe, bla bla bla. Entsprechend kann man auch mit fremden Leuten relativ gut spielen, aber es lohnt sich natürlich, das mit Freunden zu machen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, im fertigen Spiel wohlgemerkt, über verschiedene Plattformen hinweg Partys zu erstellen. Das heißt, es erscheint ja nicht nur für die PS4, sondern auch über den geliebten Epic Store, jetzt auf dem PC. Mhm. Und das heißt, dass man auch Cross-Plattform-Partys eben starten kann. Oh ja. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, weil es auch nochmal die Playerbase eben grundsätzlich ein bisschen größer macht. In der Beta funktionierte das halt alles noch gar nicht. Also auch das Crossplay war irgendwie zwar in den Optionen aktivierbar, optional, aber ich habe immer nur mit PS4-Spielern zusammengespielt. Das hat noch nicht ganz so geklappt.
Okay, ja gut, aber vielleicht ist da auch sowas, was wenn man mit Zufallsleuten spielt, das ist dann irgendwie vordergründig oder dass du bevorzugt halt mit PS4-Spielern zusammengebracht wirst, könnte ja sein, oder? Ich kann mir das vorstellen, dass das so ein bisschen was mit der Fairness zu tun hat, Ja. weil du natürlich dann auf Leute mit Maus und Tastatur stößt, während du mit Ja. dem Controller spielst. Ich glaube, du kannst nämlich, also du kannst weder Maus noch Tastatur an der PlayStation anschließen, wobei ich ohnehin niemanden kenne, der das macht. Ja, es gibt ja das System, Gibt's? gibt es schon Leute, die das City tatsächlich Skylines machen. hat jetzt gerade erst Maus- und Tastaturunterstützung eingeführt für die PS4-Version. Ja, aber das ist ja auch noch mal was anderes. Ja, aber Ja, das ist natürlich. theoretisch möglich. Aber Ich wollte. meine Erfahrung auch mit diesem Crossplay, ich kenne das jetzt nur von Call of Duty Warzone. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich spiele mit einem Kumpel zusammen, aber uns fehlen dann immer noch ein oder zwei Spieler fehlen uns. Das sind dann zwei Zufallsleute maximal. Und da hast dann halt diesen Spaß, dass dann, sobald du einen Konsolenspieler dabei hast, weißt du schon, oh, das wird eine harte Runde für uns. Weil man dann doch schon gerade in so Spiel Ego-Shootern oder Online-Shootern, in denen viel Scharfschützengewehre und so weiter verwendet werden, da hast du als Konsolenspieler immer einen Nachteil. Finde ich. Ich weiß es nicht. Also ist meine Erfahrungsbasis bislang. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, wo du Scharfschützengewehre erwähnst. Denn es gibt auch die Möglichkeit, seinen Charakter noch verschieden aufzubauen. Es gibt nicht nur standardmäßig den einen klassischen Marine, der mit einem Sturmgewehr durch den Dschungel rennt, sondern du hast tatsächlich eine komplette Klassenanpassung, die du durchführen kannst. Das heißt, es gibt verschiedene Archetypen. Du hast den Sturmsoldat, du hast so einen Scout, so eine Art Support, und die haben halt alle verschiedene Charakterwerte. Das heißt, sie haben unterschiedlich viel Ausdauer oder können mehr Ausrüstung bei sich tragen oder haben mehr Gesundheitspunkte. Die musst du alle aber erst mit steigendem Level freischalten. Also zu Beginn startet jeder mit so einem Standardcharakter. Das ist aber tatsächlich auch der Beste, weil er wirklich in allen Kategorien, ich glaube, 3 von 4 Punkten, Balken, whatever hat. Das heißt, der ist dieser Allrounder, und es lohnt sich dann eigentlich kaum noch, auf einen anderen Charakter umzusteigen, nur um ein bisschen länger sprinten oder ein bisschen mehr Kram tragen zu können. Und genauso gibt es dann auch noch verschiedene Waffen, die man ausprobieren kann, aus den verschiedensten Kategorien. Du hast Sturmgewehre, Schrotflinten, Scharfschützengewehre, deren Nutzen sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Und du kannst auch noch alles einzeln aufleveln und noch mit Aufsätzen versehen, wie Visieren und erweiterten Magazinen. Sie haben sich also grundsätzlich schon bei diesem Fortschrittssystem ein bisschen was gedacht. Ja. Aber ja, ich habe jetzt zumindest bei mir kaum irgendwie groß rumexperimentiert, einfach weil es sich nicht angeboten hat. Und dadurch entsteht ja etwas weniger Motivation dazu, weiterzuspielen. Also wenn du jetzt dann so ein Fortschrittssystem hast, was theoretisch dir Sachen freischaltet und überhaupt, wenn du aber nicht das Gefühl hast, oh, die nächste Wumme möchte ich unbedingt haben, ich brauche noch ein Visier für diese Waffe, das ist ein bisschen schade natürlich, ne? Ja, weil sich die Waffen eben auch nicht groß unterscheiden. Also klar, die machen mehr Schaden oder sind dann auf die gewisse Reichweite ein bisschen besser. Aber auch das Gunplay ist jetzt natürlich nicht auf einem Call of Duty-Niveau. Du hast keinen Rückstoß, du hast ja, die Ballistik ist halt sehr, sehr basic. Okay. Und entsprechend läuft man tatsächlich am besten, wenn man auch einfach nur das Sturmgewehr ausrüstet und sich dann noch so ein paar Perks dazu einstellt, dass man mehr Schaden macht oder irgendwie langsamer läuft, und dann ist man damit eigentlich schon relativ gut gewappnet. Okay. Also siehst du ein Potenzial irgendwie, dass die Entwickler da jetzt noch viel aus dem Spiel herausholen können? Ich befürchte, dass sie den Release nicht verschieben werden, und von daher ist gerade meine Befürchtung so ein bisschen, dass es so ein Dead on Arrival Spiel wird, weil es dann am 24. droppt. Und die Leute vielleicht, weil sie sehen, okay, da steht Predator drauf, oder weil es eben so ein recht großer Release jetzt eben, na gut, vergleichsweise großer Release im April eben ist, dass sie da mal draufspringen, weil es neu ist, weil es spannend klingt, und dann relativ schnell die Lust verlieren. Es gab jetzt in der Beta, gab es auch nur 3 verschiedene Maps, die ich habe spielen können. Es gibt schon jede Menge kosmetische Gegenstände, die man sich schon jetzt freispielen kann, aber die schon richtig laut Mikrotransaktionen schreien. Von Aha, daher kann ich mir okay. vorstellen, dass das auch noch im fertigen Spiel dann eben kommt.
Und das ist dann über kurz oder lang, wenn man jetzt mal die Zukunft ganz düster zeichnet, auf Free-to-Play umstellen müssen und es dann im Sande verläuft. Ja, wobei es gibt ja schon mal Spiele, die nachdem sie halt in Free-to-Play umgestiegen sind, dann doch mal durchgestartet sind. Das, ich kann es jetzt gerade nicht titelmäßig benennen, aber es gab sowas schon mal, meine ich, oder? Ja, du kannst ja sagen, dass, na gut, Warframe wurde nicht umgestellt, aber es ist, nee, ist dann schon mit der Zeit irgendwann durchgestartet. Ja. Ja. Counter-Strike war jetzt auch egal, ob es Free-to-Play geworden ist, aber ja, ja. Es, Evolve haben sie ja zum Beispiel dann auch von Bezahlmodell, also auf Vollpreis, ja, dann auch auf Free-to-Play umgestellt und genützt hat es am Ende auch nichts mehr. Nee, das stimmt. Ja. Ja. Was du auch schreibst, ist, dass die Grafik nicht so wahnsinnig toll ist. Du schreibst dir was von PS3-Niveau. Ja, ich weiß nicht mal, ob man da der PS3 Unrecht tut. Also es ist wirklich sehr hässlich. Oh, okay. Wie gesagt, ich habe es nur auf der Standard-PS4 gespielt und nicht auf der PS4 Pro oder auf dem PC, was einfach daran liegt, dass ich an dem Wochenende keinen gescheiten Rechner hatte und ich in die Redaktion gehen wollte, um jetzt irgendwie diese Beta auszuprobieren. Aber es ist schon sehr niedrig aufgelöst, sehr matschig, sehr viel Kantenflimmern ist mit dabei und gerade auf der Konsole hast du sehr viele nachladende Texturen. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Hauptmenü irgendwie die verschiedenen Skins durchgehst für deinen Charakter, dann lädt er wirklich bei jedem Skin zweimal nach. Das heißt, erst nur Matsch, dann leichte Konturen und dann hat er die Texturen komplett nachgeladen. Das war schon nicht sonderlich hübsch. Ich habe aber in entsprechenden Foren und Subreddits gelesen, dass es in der PC-Version genauso aussieht. Oh. Was auch ein bisschen daran liegen könnte, dass wohl die Einstellungsoptionen sehr, sehr minimalistisch gehalten sind. Du kannst halt nur an einem Regler hoch und runter stellen von niedrig bis extra. Ja. Und du kannst V-Sync ein- oder ausstellen, aber es gibt sonst nichts. Keine Texturqualität, kein Anti-Aliasing, kein was auch immer man da so macht. Ich bin kein PC-Spieler. Eieiei. Also, okay, das ist auch nicht ganz so schön. Weißt du, was für eine Engine die da verwendet haben? Boah, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Vielleicht steht es irgendwo im Intro, aber ich habe es übersehen. Naja gut, aber wenn es eher auf PS3-Niveau ist, dann spricht es ja nicht für die Unreal 4-Engine oder sowas. Also, Nee, also es ist nicht hübsch, was dann auch nochmal das Zielen so ein bisschen schwierig macht, weil gerade auf Distanz dann so Gegner so im Brei untergehen. Und der Dschungel ist ja jetzt eh nicht dafür bekannt, dass man da besonders gute Orientierung hat. Hier und da ist die Sicht also mal ein bisschen schwierig. Aber das ist nur eins der kleineren Probleme. Okay, also würdest du jetzt dann so sagen, man sollte unseren Test eher abwarten und dann sich das Spiel vielleicht anschauen, aber es sieht eher nicht danach aus. Also ich würde definitiv nichts vorbestellen, davon würde ich ja grundsätzlich abraten, aber auch jetzt besonders bei Predator Hunting Grounds. Je nach Version musst du dann nämlich tatsächlich zwischen 30 und bis zu 60 Euro bezahlen. Okay. Nur damit du dann dein Predator anders anziehen kannst oder deine Dreadlocks rot sind statt schwarz. Absoluter hanebüchener Blödsinn. Ja. Und würde halt einfach den Leuten empfehlen, zu schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt ja keine Probeversion jetzt nochmal. Es ist auch nicht im Game Pass drin oder sonst irgendwas. Ich würde halt einfach sagen, sich informieren. Sich Gameplay anschauen, weil es wird bestimmt Twitch-Streamer geben und andere Menschen, die das ausprobieren und einfach mal gucken, ob das trotz der vorhandenen Mängel einem zusagt. Aber jetzt eine Kaufempfehlung würde ich nicht aussprechen. Oh, okay. Aber es sind natürlich ja auch noch 3 Wochen hin bis zum Release, wer weiß. Vielleicht biegen sie noch alles um. Ne? Das größte Warnzeichen für mich war ja schon, dass unter deinem Artikel auch der größte Predator-Fan, den ich auf dieser Welt kenne, unser Zam, negativ über das Spiel gesprochen hat. Okay, ja. Aber es gibt auch gute Spiele und so ein solches durfte der Matti testen, nämlich Panzer Corps 2. Ja, da habe ich echt lange drauf gewartet. Ich habe es nur nebenher so vor einem halben Jahr mitbekommen, hey, es wird ein Panzer Corps 2 gemacht und habe die ersten Videos zu dem Spiel gesehen und war begeistert einfach auf der Grafik. Die haben nämlich, wenn man jetzt die Panzer-General-Reihe kennt oder die Panzer-Corps-Reihe, ist es immer grafisch sehr schlicht gewesen. Das waren halt Hexfelder-Schlachten mit nicht animierten Einheiten und davon zwar viele, aber halt jetzt nicht so ein Riesenunterschied, ob du jetzt einen Panzer
4 oder im Panzer 3 verwendet hast oder irgendwie überhaupt. Und das war jetzt dann schon bei den ersten Bildern, konnte man und Videos konnte man sehen, boah, die haben wirklich eine sehr schöne Grafik und haben an sich einfach nur den ersten Teil genommen und das Gameplay ganz leicht nur verändert und jetzt dafür gesorgt, dass man halt jetzt so ein Hexfeld-Strategiespiel bekommt mit so ungefähr 60 Stunden Spielzeit. Thema von Panzer Corps ist, dass man als Wehrmachtsgeneral den Zweiten Weltkrieg erlebt und die Geschichte sogar ein wenig beeinflussen kann, indem man Bonusziele noch erledigt. Da kann man dann zu anderen, also man fängt bei diesem Polenfeldzug 1939 an und kämpft normalerweise bis 1945 dann in Berlin. Aber es kann auch so kommen, dass man auf einmal dann doch etwas erfolgreicher mit der Wehrmacht kämpft und dann eher eine Landung in den USA macht. Ist es denn moralisch vertretbar, dass man hier mal die Deutschen im Zweiten Weltkrieg spielt und das auch noch erfolgreich? Das ist so eine Frage für sich. Ich nehme das so, dass Panzerkorps wirklich nur auf die Militärgeschichte eingeht. Man versucht überhaupt nicht in die Richtung zu gehen, zu sagen, boah, wäre das schön gewesen, wenn die Wehrmacht gewonnen hätte oder die Deutschen oder das Nazireich. Das ist nicht Thema, sondern es geht wirklich nur darum, dass man erfolgreich mit einer Armee hantiert. Mehr nicht. Da finde ich das eigentlich für mich vertretbar. Kann aber natürlich Menschen verstehen, die sagen, boah, das ist mir echt zuwider. Wenn man es möchte, kann man das natürlich in die Richtung deuten, hey, ihr könnt doch nicht mit deutschen Einheiten, mit der Wehrmacht irgendwie im Zweiten Weltkrieg, das geht gar nicht. Ich für meinen Teil, also habe da selbst nicht so die starken Bedenken, weil ich das nicht als eine realistische Simulation oder ähnliches ansehe, sondern als Spiel. Okay, aus welchem Ja. Land kommen die Entwickler nur aus Interesse? Also die ursprünglichen Entwickler von Panzergeneral, also von dem Vorbild SSI, das waren Amerikaner. Und jetzt haben wir Slytherin ist der Publisher des Spiels von Panzer Corps 2. Das sind auch Amerikaner. Aber das Spiel selbst wurde von einem russischen Entwickler gemacht. Okay. Dann wundert es mich, dass man nicht die große heimatliche Armee spielen kann. Ja, nun, das ist auch eines der Makel, also wenige Makel, die ich an diesem Spiel fand. Man kann eben nur die Wehrmacht nehmen im Einzelspielermodus. Die Panzergeneralreihe ist ja, die hat es sehr lange gegeben und da gab es auch mal Teile wie Allied General, wo man dann halt eben mit den alliierten Truppen spielen konnte, was ich auch sehr spannend fand. Also, das ist jetzt aktuell nicht möglich, könnte mir aber vorstellen, dass man auf die Idee kommt, DLCs nachzuliefern. Und dann eben, ja. Ich persönlich kenne auch nur die Panzergeneralreihe jetzt, also den Panzerkorps-Vorgänger kenne ich nicht. Aber soweit ich mich erinnere, konnte man bei Panzergeneral nicht E-Kampagnen sowohl für die Wehrmacht als auch zum Beispiel für die Russen spielen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es gab Panzergeneral 2, da meine ich, ging das bei Panzergeneral 1 war es wirklich nur möglich, mit der Wehrmacht zu spielen. Okay. Aber was man hier nicht hat, ist zum Beispiel, wir befehligen keine SS-Division oder ähnliches. Das ist wirklich nur die Wehrmacht. Und über die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg kann man auch geteilter Meinung sein, moralisch. Einfach weil man nun auch die Wehrmacht hat sich auch Verbrechen schuldig gemacht, die nicht zu entschuldigen sind. Also heißt Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Sie haben Sowjetoffiziere sofort hingerichtet, ohne irgendwie Verfahren oder ohne etwas. Es sind halt viele Dinge, wo man auch bei der Wehrmacht natürlich das hinterfragen kann. Aber wie gesagt, ich sehe das als Spiel. Und als Spiel ist es sehr, sehr spannend, finde ich. Einfach so dieses Was wäre, wenn? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin ein geschichtsinteressierter Mensch und zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg hat es 1940 dann eben den Krieg gegen Frankreich gegeben. Die Deutschen haben an der Westfront halt angegriffen und relativ erfolgreich, haben aber zum Beispiel in Dünkirchen dann eben die alliierten Truppen zurückziehen lassen. Und da hat man jetzt zum Beispiel in Panzer Corps 2 die Möglichkeit, Bonusmissionen zu erledigen und indem man dann halt diese Flucht aus Dünkirchen ein bisschen verhindert. Und dann kann es zur Operation Seelöwe kommen und das wäre die Invasion Großbritanniens. Und das weiß ich nicht. Also mich spricht sowas an, nicht weil ich irgendwie da so
ey, wie geil, ich kann mit der Wehrmacht hier gewinnen, sondern weil ich finde es einfach nur spannend, eher nicht. Ich schätze mal, dass es auch taktisch und spielerisch eben entsprechend auch gut in Szene gesetzt wurde, dass man eben auch ja, thematisch hin oder her eben mitgerissen wird. Das ist eben auch das. Also das Spielprinzip ist an sich relativ einfach. Es ist schon so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wir haben insgesamt gibt es im Spiel über 1000 unterschiedliche Einheiten, aber vordergründig hast du Panzereinheiten, du hast Infanterieeinheiten und Luftwaffe. Und alles hat eben gewisse Angriffs- und Verteidigungswerte, je nachdem gegen Panzer, gegen Infanterie, gegen Luftwaffe. Und das macht es dann ein bisschen spannend, weil man dann eben eine Kampagne spielt, in der man so eine Kernarmee aufbaut, nach und nach. Also du verdienst in allen Schlachten Prestigepunkte. Und mit diesen Prestigepunkten kannst du entweder deine vorhandenen Einheiten verbessern, indem du zum Beispiel dann eben das nächste Messerschmitt-Modell dann nimmst und dadurch dann halt einen etwas besseren Jäger bei dir hast oder die Panzermodelle dann eben auch dann verbesserst oder einfach ganz neue Einheiten kaufst. Und so baut man dann halt über viele Schlachten hinweg dann eben eine erfahrene, gute Armee auf, mit der man dann halt eben auch durch fast unmögliche Szenarien sich durchkämpfen kann. Das alles ist rundenbasiert und da muss man schon in Kauf nehmen, dass man manchmal dann mitten in der Mission schon merkt, ich schaffe das nicht, ich muss neu anfangen und dass man sich dann eher gemerkt hat, wo die Feinde stehen. Das wollte ich gerade fragen, wenn man so über die Kampagne hinweg seine Armee quasi entwickelt und aufbaut, kann es dann auch passieren, dass man sich irgendwie total verrennt und dann merkt, dass man bei Mission 10 plötzlich absolut nicht mehr weiterkommt, weil man seine Armee in die völlig falsche Richtung entwickelt hat. Sehr. Das ist genau mir auch passiert. Also nicht gar nicht mal so sehr, dass ich mich in die falsche Richtung entwickelt hätte, sondern es gibt eine neue Neuerung in Panzer Corps 2, nämlich, dass man jetzt ein Generalamt zu Anfang der Kampagne erstellt. Die Generäle können dann Vor- und Nachteile haben. Ich habe zum Beispiel dann gedacht irgendwie, ach, Kernarmee ist ja ziemlich wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Ich dachte an den Vorgänger, wo man dann eben auch immer so Zusatztruppen einfach auf der Karte hat, die man auch befehligt. Die sind jetzt aber gar nicht so stark vorhanden, sondern die Kernarmee ist das Wichtigste und ich hätte einen Nachteil genommen, -10% Kernarmee. Das heißt, ich hatte weniger Einheiten zur Verfügung. War schon mal ein bisschen schlecht. Und dann habe ich die Anfangsmission mit einigen Verlusten gekämpft und dachte mir, das ist ja nicht so weiter schlimm, ich kann ja dann weiter in Einheiten neu kaufen, das wird schon passen, bis ich dann irgendwann mal in Belgien war und mir dann auffiel, ich habe nicht genügend Prestigepunkte, um überhaupt die Verluste aus der vergangenen Mission auszugleichen. Also das muss man auch nach jeder Mission dann eben machen, dass man dafür Prestigepunkte ausgibt, um einfach die Reihen wieder voll zu bekommen. Wie würdest du denn die Schwierigkeit und die Zugänglichkeit beschreiben? Weil ich bin jetzt ja zum Beispiel Mensch, ich habe noch nicht mal Civilization gespielt. Schande auf mein Haupt. könnte ich dann jetzt mal sehr, sehr theoretisch gesprochen, könnte ich mit Panzer Corps 2 direkt einsteigen? Würde ich mich da zurechtfinden? Gibt es da Tutorials etc.? Oder ist es vielleicht ein bisschen tricky? Ich finde, es ist das aktuell zugänglichste Spiel aus dem Genre. Natürlich muss man bedenken, es ist schon trocken und man muss dann irgendwie ein Interesse für den Zweiten Weltkrieg haben oder irgendwie so. Also die Präsentation ist zwar hübsch und was die Zugänglichkeit gut macht, ist, dass man gute Tutorials hat, das Spielprinzip nicht so super komplex ist, die Bedienung ähnlich, man wählt einfach eine Einheit aus und gibt dem der Einheit einen Bewegungsbefehl, womöglich dann noch einen Angriffsbefehl auf irgendeine Einheit auf der Karte. Das ist alles wirklich nicht kompliziert, die Grundregeln auch nicht, also wenn man mit Hexfeldstrategie anfangen möchte, würde ich fast Panzer Corps 2 als das Spiel bezeichnen, womit man aktuell loslegen sollte. Die anderen haben noch viele andere Titel aus dem Genre, sind entweder von der Größe her einfach viel, viel gigantischer. Also es gibt Reihen, da spielt man dann halt den Zweiten Weltkrieg auf der gesamten Weltkarte nach in Hexfeldern. Und das sind dann Millionen Hexfelder gefühlt. Und entsprechend hat man da nicht irgendwie nur wie in Panzer Corps jetzt, man hantiert so meistens mit 15, 20 Einheiten und nicht wie in anderen Titeln, wo man dann auf einmal 300 Einheiten auf der Karte hat, die man alle befehligen muss. Alles ist meines Erachtens hier relativ gut für sowas.
Und wie ich schon sagte, Tutorials sind wirklich so, dass man die Tutorial-Kampagne einmal von Anfang bis Ende spielt und dann wirklich über die Spielmechaniken Bescheid weiß. Okay, das klingt ja nicht schlecht. Nee, Nachteil für Leute, die gerne Handbücher durchlesen, ist, dass das Handbuch nur im PDF-Format vorhanden ist und auf Englisch, wenn man da jetzt tatsächlich was nachschlagen möchte. Aber das Spiel gibt es mit deutschen Texten, oder wie? Das Spiel ist komplett mit deutschen Texten und einem englischen Sprecher mit einem deutschen Akzent natürlich, wie es sich gehört. Also die machen das, wie gesagt, das Szenario, man kann da Prototypwaffen freischalten, eine Gustav-Kanone, mit der man dann halt Bunker auseinandernehmen kann und alles Mögliche. Reichsflugscheiben? Die gibt's nicht, aber ich meine, sagen wir es mal so, in Panzergeneral 1 gab es die Möglichkeit, Fort Knox zu erobern. So realistisch ist das Ganze. Also, die nehmen das ein bisschen so auf die Schippe. Und das finde ich auch die richtige Gangart. Wir haben jetzt auch im Spiel keine Hakenkreuze, gibt es nicht zu sehen, nichts dergleichen. Das ist in dem Sinne alles nicht irgendwie brutal oder es wird jetzt nicht eben die Moralkeule rausgeholt und darüber nachgedacht, was ist denn jetzt, als wir jetzt hier mit der Wehrmacht erfolgreich Polen erobert haben, was ist denn da jetzt danach alles mit den Juden dort passiert und überhaupt. Das ist alles hier nicht Thema. Es Es ist ist nicht. also eher was für Militärenthusiasten, die sich also für die Technik interessieren und nicht für das historische. Genau. Also, wie ich sagte, so Militärhistoriker, die beschäftigen sich ja auch nicht mit den moralischen Hintergründen von Kriegen. Also nur selten. Daher, ja. Kann man denn wenigstens den Tigerpanzer spielen? Ja, sogar den Tiger 2. Der ist auch dabei. Also, was Einheitenauswahl angeht, unheimlich groß. Es gibt nicht nur also berühmte deutsche Panzer sind ja Panzerkampfwagen 3 und 4. Und von denen gibt es nicht nur Panzerkampfwagen 3, sondern dann A bis R, ich glaube K gehen zum Beispiel die Modelle dort, die dann minimale Unterschiede haben. Aber wenn man dann eben, man hat so die Möglichkeit mit dem Mausrad rein und raus zu zoomen und man kann ganz nah an die Einheiten heranzoomen, dann sieht man schon die wirklich vielen Details, die die Entwickler auch da eingebaut haben in die Einheiten. Also man kann die unterschiedlichen Messerschmitts, wenn man nah genug heranzoomt, tatsächlich auseinanderhalten. Also so ein bisschen Panzerporn quasi. Panzer, Flugzeug und Geschütze und alles Porn, genau. Okay, gut. Du schreibst was vom großen Umfang. Mit wie viel Spielzeit für die Kampagne muss man denn rechnen, so ungefähr? Also es sind vier Vorausgesetzt, man muss nicht neu anfangen. Wenn man nicht neu anfangen muss und wirklich gut vorankommt, würde ich sagen, braucht man ungefähr für alle vier Kampagnen, die jetzt zum Start enthalten sind, 50 Stunden. Wenn man aber wie ich auch ein paar Fehler macht und dann doch irgendwo eine Bonusmission unbedingt schaffen möchte, sollte man eher mit 60, 70 Stunden rechnen. Ja, das ist doch schon ordentlich. Es Und ist wirklich dann. sehr ordentlich. Das ist, also ich fand eben Panzerkorps 1 zum Erscheinen damals hatte deutlich weniger Umfang. Wurde aber dann mit DLCs halt relativ umfangreich. Jetzt ist so, dass ich finde, dass Panzerkorps 2 von vornherein schon so viel hat, dass man da gut und gerne einige Monate beschäftigt ist. Dann gibt es ja noch Mehrspielermodus. Was kann man denn da alles machen? Ich weiß noch, bei Panzergeneral damals gab es sogar einen E-Mail-Modus. Gibt es weiterhin, weil dieser Modus, man glaube es kaum, aber ist immer noch beliebt. Und haben sie eingebaut. Man, das Gute ist an dem Mehrspielermodus, da kann man dann auch mit den russischen Einheiten oder mit den amerikanischen oder britischen Einheiten kämpfen. Das ist auch ganz gut, aber man kann auch natürlich ganz normal über Internet so normal eben Karten spielen oder dann eben per E-Mail tatsächlich die Runden austauschen. Wie lange dauert denn da so eine Runde, wenn man sagt, die Kampagne dauert gut und gerne 60 Stunden? Civilization, wenn man sich da mal richtig reinfuchst, dauert ja wohl, habe ich gehört, auch mal Tage, Wochen, Monate. Also, Wie lange dauert einen so ein Multiplayer-Spiel, so im groben Durchschnitt, im Idealfall? normalerweise, so eine Schlacht geht meistens so zwischen 20 und 30 Runden. Wenn man dann so ungefähr 15 bis 20 Einheiten hat, würde ich mal sagen, braucht man pro Runde 5 Minuten bis 15 Minuten. Okay, machen für Also, mich die Mathe, musst du mal für mich durchrechnen. Sagen wir es mal so, eine große Schlacht, wenn du mal die gegeneinander spielt oder sogar 2 gegen 2 spielt oder sowas, da bist du ganz locker 2, 3 Stunden mit beschäftigt mit einer einzelnen Schlacht. Okay, also es ist quasi eins von den Spielen, die man gerade jetzt, wo man ja vergleichsweise viel Freizeit hat, gut und gerne mal ausprobieren kann.
Dafür absolut. Ich kann es wirklich auch eben Genre-Neulingen auch wirklich ans Herz legen. Vorausgesetzt, man kann mit der etwas trockenen Materie von eben Hexfeld, rundenbasierten Hexfeld-Schlachten was anfangen. Und auch eben für mich als jemand, der sehr viel Strategiespiele spielt, ist da dann doch am Ende genügend Tiefgang vorhanden, weil man später auf viele Dinge wie Initiative und Kleinigkeiten achten muss, damit man tatsächlich Erfolg in den späteren Szenarien hat. Gerade mit dem Hintergedanken, ich baue meine Armee auf und wenn ich da Einheiten unnötig verliere, könnte es sein, dass ich die nächste Mission nicht mehr schaffe. Okay, kannst du vielleicht abschließend noch so ein bisschen grob was zu Zahlen und Daten erzählen? Also ich schätze mal, durch die Strategie bedingt wird es ein reiner PC-Titel sein. Seit wann Ja. gibt es das? Wie viel müsste ich dafür investieren? Also, da muss ich jetzt, man hört mich gerade tippen, habe ich den Release-Termin auch vergessen. Ist Das ist aber ein schon, Skandal. das Spiel ist nämlich ja schon am 19. März erschienen. Aber gut, wenn du die Gibt es. Kampagne durchspielen musstest, hat das natürlich ein bisschen Zeit gebraucht. Ich war da wirklich nächtelang dran. Es war wirklich, es ist eines von diesen, was man auch in Civ immer wieder mal so sagt, noch eine Runde spielen. Also man denkt irgendwie so um, keine Ahnung, 10 Uhr abends dann so, eigentlich könnte ich langsam ins Bett gehen. Ach, die eine Runde mache ich noch. Und auf einmal ist es 1 oder 2 Uhr und man ist eine Mission später und dann wieder mal so dieses, ja, also ich konnte sehr schwer damit aufhören. Kostenpunkt für Panzerkorps 2 sind ungefähr 40 Euro. Es gibt unterschiedliche Versionen, wobei die Grundversion eigentlich hier auch komplett ausreicht. Okay, Also auf Steam. auf Steam gibt es das nur. Und ja, also Ja, eine Konsolenversion ist, glaube ich, auch nicht unbedingt in Aussicht. Muss man, brauche ich für so ein Spiel eigentlich auch nicht. Ich glaube, hier ist die Zielgruppe der Spieler, ist auf dem PC unterwegs und ja. das ist halt schon ein sehr, auch wenn es jetzt, du hast es mit einer 9 bewertet und damit ist es ja Ja. ein wirklich herausragendes Spiel. Spricht es doch eher eine sehr nischige Zielgruppe an, würde ich mal sagen. Genau. Also ich für meinen Teil, ich gebe selten eben eine 9 von 10, aber dass halt Panzerkorps in seiner Nische genau das fast optimal macht, was es möchte. Das habe ich selten erlebt. Ich würde es jetzt, wenn wir jetzt nach diesem alten Wertungsschema gehen würden, wäre es jetzt für mich keine 92 oder sowas. Eher so eine 86 in den Dreh. Das ist doch auch schon völlig in Ordnung. Gut, Finde ich eben dann auch. Also eine Empfehlung ja, auf jeden Fall. für alle Fans von Hexfeld-Strategie, die sollten sich das unbedingt anschauen. Die greifen zu, alle anderen spielen Probe. Oh, das gibt 5 Euro ins Phrasenschwein. Gut, dann bevor wir zum nächsten Thema kommen, machen wir jetzt eine kurze Werbepause. Und da sind wir auch schon wieder. Yay. Das geht wieder flott bei uns. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir noch ein drittes Thema, ne? Jetzt haben wir noch ein drittes Thema, da kommen wir wieder zum Schießen aus der Ego-Perspektive, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2, die Campaign als Remaster ist diese Woche völlig überraschend erschienen. Ja, so überraschend war es dann ja auch nicht mehr. Also, sie haben ja sehr viel im Vorfeld schon geleakt. Es war ja, glaube ich, kurzzeitig sogar schon im deutschen PSN Store gelistet und es gab schon Screenshots und sonstigen Kram. Aber dass es jetzt diese Woche kam, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ja, es wurde doch meiner Meinung nach auch jetzt nicht irgendwie vor Wochen oder Monaten schon mal angekündigt, dass überhaupt daran gearbeitet wurde, oder habe ich da was verpasst? Nee, überhaupt nicht. Also es gab immer wieder mal Spekulationen. Ich glaube, weil es auch mal ESRB-Ratings dazu gab oder sowas in die Richtung. Und weil, ja, Call of Duty Modern Warfare 2 eben noch immer zu, ja, einem der beliebtesten Teile gehört, weil die Multiplayer-Karten oder der Multiplayer allgemein einfach sehr ikonisch ist. Und ich glaube, weil sich eben auch viele Leute gewünscht haben, dass es endlich mal in der Neuauflage eben kommt. Ja, jetzt kommt das Remaster aber ohne Multiplayer, sondern nur die Kampagne. Ja, das ist natürlich ein Streitpunkt. Sie haben es ja in einem Statement irgendwie begründet, dass sie die Playerbase irgendwie nicht auf zwei verschiedene Spiele aufspalten wollen. Und keine Ahnung, dass sie, glaube ich, jetzt die Multiplayer-Inhalte aus MW2 eben ins aktuelle Modern Warfare dann teilweise mit aufnehmen wollen. Ich kann die Argumentation nachvollziehen, aber ich glaube, beim ersten Modern Warfare haben sie ja dann, das war denen ja wurscht, da war der Multiplayer dabei. Von daher finde ich es ein bisschen, ja, inkonstant, ja, kann man drüber streiten.
Ja gut, aber da waren ja eben mit dem Modern Warfare 1 Remaster so ein bisschen komisch, weil man das Spiel ja nicht einfach so kaufen konnte. Ja, war ja der Add-on zu Advanced Warfare war das, glaube ich, oder? Ja. Ja, und nee, das war Infinite Warfare. Oder Infinite, ja, auf jeden Fall eins von beiden. Aber später wurde es dann auch extra angeboten. Es wurde dann viel später, also nicht eine Woche oder zwei später, sondern es waren Monate oder, wenn ich mich nicht täusche, sogar fast ein Jahr, dass man das nicht so kaufen konnte. Und das war halt nur in der Special Edition von Infinite Warfare. Für viel Geld konnte man dann eben Modern Warfare 1 dann spielen. Das fand ich eine merkwürdige Taktik von Activision damals, weil Modern Warfare 1, ich erinnere mich, ich war damals bei diesem Test-Event in England und wie sehr das abgefeiert wurde, dass Modern Warfare 1 ein Remaster da ist. Und konnte ich auch verstehen, war nun mal so ein bahnbrechendes Spiel. Aber jetzt dann eben Modern Warfare 2 rausbringen, aber ohne Multiplayer, naja, hat auch so ein Geschmäckle. Es ist auch nicht die einzige fragwürdige Entscheidung, was das Thema ja, Release oder eben Veröffentlichung betrifft. Es ist ja auch so, dass man die Kampagne momentan nur auf der PlayStation 4 spielen kann. Releases für die Xbox One und den PC folgen erst, ich glaube, am 30. April. Okay. Was, glaube ich, auch so ein Teil dieses Sony-Activision-Exklusiv-Deals sein könnte, weil den Survival-Modus in Modern Warfare kannst du ja auch nur ein Jahr lang exklusiv auf der PlayStation spielen. Ich finde es klar, ich glaube, 28 Tage oder 30 Tage, je nachdem, wann man jetzt genau den Release datiert, sind noch, die überlebt man noch. Aber warum man das jetzt so regeln musste, das ist jetzt auch wieder kontrovers. Aber das ist ja gang und gäbe bei Call of Duty. Die haben ja immer wieder einen Exklusivdeal und bringen zum Beispiel die DLCs auch immer eine Woche oder einen Monat vorher nur für eine Plattform raus. Früher hatten sie den Deal mit Microsoft, jetzt haben sie den halt mit Sony. Also ja, das wechselt sich. Da weicht Activision irgendwie nicht von seiner Strategie ab. Aber gut, David, du hast es schon durchgespielt. Ja, wie schon. Ist das Remaster denn? Ja, man ist ja vergleichsweise flott durch. Die Call of Duty-Kampagnen sind ja jetzt in der Regel nicht sonderlich lange oder. Ja. Entsprechend ist man da in knapp 6 Stunden plus minus, je nachdem natürlich, welchen Schwierigkeitsgrad man da wählt, ist man da durch. Und. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß, während ich es durchgespielt habe. Es war natürlich zum einen ein Trip in die Vergangenheit. Also ich verbinde sehr viele schöne Dinge mit Modern Warfare 2. Die haben natürlich größtenteils mit dem Multiplayer zu tun. Aber auch die Kampagne ist einfach sehr toll gemacht. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich sie besser finde als die Kampagne des aktuellen Modern Warfare. Aber das mag vielleicht auch so ein bisschen rosa Brille Sentimentalität sein. Also ich muss sagen, ich habe ja die Kampagne jetzt von neuem Modern Warfare echt genossen. Also fand ich wirklich gut gemacht, seit langem wieder. Also ich fand sie auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, sie fühlte sich irgendwie ein bisschen so Hollywood-überzogen-mäßig an. Du hast ja jetzt auch diese Schauspieler mit Motion Capture und Captain Price war auf einmal 30 Jahre jünger und war cool und fetzig und sah aus wie Ryan Gosling. Das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Okay, verstehe ich. Ja. Entsprechend war Modern Warfare jetzt eine schöne Abwechslung, könnte man fast schon sagen. Eine Frage hätte ich jetzt gleich. Ist die zweite Mission von Modern Warfare 2. Kein Russisch. Ist immer noch die deutsche Version von der Mission oder ist es jetzt die internationale Version? Es ist immer noch die deutsche Version. Also tatsächlich kann man darin immer noch nicht auf Zivilisten schießen. Sobald einer getroffen wird, bricht die Mission automatisch ab. Wird auch angezeigt, irgendwie Feuern auf Zivilisten wird nicht toleriert oder so. Ja. Im Gegensatz zur internationalen Version ist die deutsche da also geschnitten. Ansonsten bekommt man aber eben den vollen Umfang. Das heißt, du bekommst eben die Kampagne, die 5 Jahre nach dem ersten Modern Warfare ansetzt. Die halt einen in so einen riesigen globalen Konflikt hineinschmeißt. Es geht um Ultranationalisten in Russland, es geht um Atomwaffen, es geht um Krieg im Nahen Osten. Überall ist die Scheiße irgendwie am Dampfen quasi. Ja, und verschiedene Perspektiven auch noch zum ganzen Geschehen. Ne? Das ist ja auch noch das Besondere, oder nicht? Ne? Genau, also das haben sie ja mit Modern Warfare, glaube ich, erst so richtig eingeführt, dass man die Kampagne aus mehreren Sichtpunkten eben erlebt.
Das heißt, du schlüpfst mal in die beliebten, bekannten Sichtweisen der Charaktere wie Soap, wie Roach. Mhm. Und dann gibt es auch noch so kleinere Nebencharaktere, die dann meistens nur für ein Kapitel dabei sind, wie eben diesen Private Allen, die man eben in Kein Russisch spielt. Was halt zum einen schön gemacht ist, weil du natürlich Abwechslung hast in Sachen Charaktere und zum anderen eben, weil es einem die Möglichkeit bietet, sehr schnell zwischen verschiedenen Schauplätzen hin und her zu wechseln. Ja, was das, aber als Nachteil mal so genannt wurde, ist ja, oftmals wussten Spieler nicht, wen sie überhaupt da gerade spielen. Also das war dann so ein bisschen verwirrend für manche. Ja, kann man jetzt drüber meckern, aber das finde ich dann auch ein bisschen fehl am Platz. Ich finde es tatsächlich durchweg positiv, weil du eben die Möglichkeit hast, keine Ahnung, du spielst im einen Moment gerade irgendwie die Invasion, eine Invasion ist es ja nicht, aber du spielst einen Einsatz in Afghanistan und dann hast du plötzlich einen Schnitt und bist plötzlich irgendwo im tiefen, verschneiten Russland und schleißt dich da eben durch irgendeinen Fichtenwald oder sonst irgendwas. Also die Schauplätze sind da wirklich sehr abwechslungsreich und eben auch das Gameplay entsprechend sehr flexibel oder sehr, sehr divers, würde ich es jetzt mal nennen. Ich wollte nicht schon wieder abwechslungsreich sagen. Das war doch bei Modern Warfare 2 war doch auch die Favela-Mission, oder nicht, ne? Genau. Ja. An der habe ich sehr lange gesessen. Ich habe sie sehr gehasst, weil ich das Spiel aus eigenem Antrieb heraus, obwohl ich ja eigentlich unter Zeitdruck hätte testen müssen, habe ich es auf Söldner gespielt, also das zweithöchste, nach Veteran. Und da gehst du wirklich einige Male drauf. Aber es ist halt insgesamt, ist es sehr fordernd, ist sehr spannend. Du fliegst mal eine Drohne, mal hast du einen Panzer, den du befehligen kannst, mal tauchst du unter Wasser zu einer Bohrstation oder fährst mit einem Schneemobil durch die Gegend. Kletterst eine Bergwand hoch. Genau, so eine Eisbergwand. Es ist halt einfach, es bietet eine Menge toller Szenen und es ist halt auch bombastisch inszeniert. Ist es dann also jetzt dann die überarbeitete Version? Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Das wäre meine Frage gewesen, was beim Remaster ja wichtig ist, ist, wie haben sie es denn grafisch verbessert? Und ist es immer noch bombastisch dadurch? Das ist noch die zweite Frage für mich. Hatte ich das nicht gerade gesagt? Ich glaub's dir nicht. Okay. Also es ist nicht einfach nur irgendwie die keine Ahnung, Texturen mal nett überarbeitet, sondern es ist tatsächlich ein komplettes grafisches Update. Also es sieht im Gesamtpaket einfach wesentlich besser aus. Die Charaktere sind noch mal besser ausmodelliert. Du hast Gesichter jetzt wesentlich detailreicher. Die Belichtung ist natürlich dynamischer und dadurch besser. Und insgesamt ist der Look halt einfach wesentlich qualitativ hochwertiger. Du hast eine bessere Weitsicht. Du hast mehr Details. Und was mir jetzt vorhin, als ich ins Original reingeschaut habe, aufgefallen ist, du hast zum Teil auch tatsächlich größere Levels und Abschnitte, die es im Original nicht gab. Zumindest im ersten Level ist das der Fall, da wo du diese Grube durchläufst und in dieser Army Base bist. Die ist jetzt wesentlich weitläufiger, als es im Original der Fall war. Das heißt, da gibt es mehr zu entdecken, es gibt mehr Easter Eggs, weil du natürlich wieder diese Aufklärungsfeinddaten suchen kannst. Es gibt auch wesentlich mehr Trophäen, als es im Original der Fall war. Da haben sie hier und da kleinere Easter Eggs und spaßige Aspekte noch mit reingepackt. Man merkt halt wirklich, dass die Entwickler da mit Herzblut bei der Sache waren. Das ist ja ein Remaster von Beenox, also ein Entwicklerstudio, das auch mit der Reihe schon viel zu tun hatte. Die waren ja auch beim letzten Modern Warfare mit dabei und haben die PC-Portierung gemacht. Die haben schon am ersten Modern Warfare Remaster haben sie mitgearbeitet. Und das zeigt sich halt einfach ganz deutlich, weil die haben richtig gute Arbeit gemacht. Okay, aber es ist noch ein Unterschied in Sachen Grafik zu Modern Warfare, also zu dem neuen Modern Warfare und jetzt Modern Warfare 2 Remastered, oder? Merkt man das kaum noch? Ich hatte halt jetzt den direkten Vergleich nicht so vor Augen, aber ja, klar, ist es jetzt immer noch auf einem anderen Niveau, gerade was so ein bisschen die Effekte angeht. Feuer und Rauch zum Beispiel oder auch Explosionen sind jetzt nicht ganz so bombastisch, was die Partikeleffekte angeht, wie das im aktuellen Modern Warfare der Fall wäre.
Du hast natürlich keine Cutscenes, du hast ja immer nur zwischen den einzelnen Missionen diese Einsatzbesprechungen. Ja, auf der Karte, ja. Auf dieser Karte, wo die Leute dann irgendwelche patriotischen Sachen erzählen, von wegen, dieser Krieg wird immer schlimmer und wir sind die Einzigen, die das, ne? Ja, ja, hurra, hurra, USA. Während du im aktuellen Modern Warfare ja, wie gesagt, diese Motion-Capture-Sequenzen hast mit echten Schauspielern, mit authentisch realistischen Gesichtsanimationen und allem drum und dran. Da können sie natürlich nicht gegen anstinken. Mhm. Aber ich war schon überrascht, wie viel Grafikqualität man aus diesem Spiel, das ja jetzt auch schon fast 11 Jahre alt ist, noch alles rauskriegt. Mhm. 11 Jahre. Eieiei. Gut. Ja. Die Frage, die sich mir dann noch stellt, ist bei dem doch recht überschaubaren Umfang der Kampagne und ein meiner Meinung nach nicht wirklich gegebenen Wiederspielwert, wie viel verlangt denn Activision dafür? Also aktuell bezahlt man im PlayStation Store. Im Store bezahlt man 25 Euro für die Kampagne. Ja. Dafür bekommt man dann auch noch zusätzliche Digitalinhalte für Modern Warfare, also das aktuelle Modern Warfare, sowie Call of Duty Warzone. Okay. Du kriegst, glaube ich, einen Ghost-Skin und noch anderen Kladderadatsch, verschiedene Rufzeichen, Embleme, diese Waffenblaupausen, mit denen man sich seine Knarren individualisieren kann. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist an der oberen Grenze. Ja, also gerade für den vergleichsweise geringen Umfang, den man eben bekommt. Und es sind auch keine Spezialeinheit-Missionen dabei, die man ja aus dem originalen MW2 noch kennt, die man ja auch im Singleplayer hätte spielen können. Man kann den Preis zahlen. Ich finde ihn gerade noch so okay. Mehr verlangen fände ich schon fast ein bisschen dreist. Okay. Ja, dann ist das doch ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Und wir kommen zu unserem letzten Abschnitt, der wie immer die Community-Beiträge umfasst. Wer möchte denn anfangen? Ich könnte anfangen. Ich habe mir wieder die Texte angeschaut und ich glaube... Und dir die kürzesten rausgesucht. Ja, genau. Nee, also ich könnte ja, oder möchte jemand anders anfangen? Nee, mach ruhig. Nö, hier Alter vor Schönheit und so. Ja, genau, ja. De Soto fragt, bei uns war eigentlich nur eine Kollegin Die Hard Animal Crossing Fan. Nun sehe ich die ganze Mannschaft 5 Minuten vor Arbeitsbeginn noch in Animal Crossing abhängen. Mit dem 3DS-Teil bin ich damals nicht warm geworden. Den habe ich aber auch noch komplett allein gespielt. Mit New Horizons habe ich jetzt deutlich mehr Spaß. Einerseits, weil ich das Spiel besser verstehe, andererseits natürlich, weil Freunde und Kollegen am Zocken sind. Okay, das war also keine Frage, sondern einfach nur... Ja. Ja, das war ein Kommentar zu unserer letzten Folge, wo es sehr viel um Animal Crossing ging. Mhm. Da hatten wir auch die Cutter zu Besuch und da ging es halt auch darum, dass es so wahnsinnig erfolgreich ist im Moment. Ja. Und es alle Rekorde sprengt. Ein Riesenhype um dieses Spiel. Also wir haben jetzt auch unlängst ein Video gemacht, einfach nur zu den Inhalten, die im April kommen. Osterfest offensichtlich und anderes Gedöns. Eben, du kannst jetzt neue Fische und Insekten fangen. Und es ist halt einfach verrückt, wie selbst solche augenscheinlich trivialen Geschichten, die Leute einfach unglaublich hyped und sich denken, geil, jetzt kann ich endlich einen Guppy fangen oder sowas. Aber es ist auch mit schön anzuschauen, dass sich Leute an solchen Kleinigkeiten eben unglaublich erfreuen. Ja, ja, ja. Ja. Ich sag nichts mehr zu diesem Spiel. Ja gut, willst du die Zahnärztin vorlesen, Matthias? Dann lese ich die Zahnärztin vor. Hallo liebe Podcastler, vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen letzten Beitrag, in dem ich mich über eine fehlende deutsche Übersetzung bei dem Spiel Talisman Digital Edition auf der Switch aufgeregt habe. Euer Tipp dazu war, dass ich mal Nomad Games deswegen anschreiben soll. Das habe ich getan und wollte euch nun die Antwort dazu nicht vorenthalten. Laut Nomad Games wurden seitens Nintendo zu viele Übersetzungsfehler in der deutschen Textausgabe, in Klammern es gibt keine Sprachausgabe, gefunden, die zurzeit von ihnen korrigiert wird. In nächster Zeit wird es dann auf der Switch einen Patch geben, der die deutsche Sprache integrieren wird. Darüber freue ich mich natürlich wie ein Schnitzel und hoffe, dass diese Textübersetzungen bald korrigiert sein werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo solche Übersetzungschecks macht. Das ist interessant und zeigt mir wieder, dass Nintendo-Qualität sehr wichtig ist. Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße, Andrea. Also, ja, als erstes möchte ich zuerst mal sagen, dass es mich freut, dass unser Tipp aus der letzten Folge dir wirklich da weitergeholfen hat und du da eine zufriedenstellende Antwort bekommen hast.
Ja, also finde ich auch sehr schön, dass die dann auch gleich geantwortet haben. Ich finde es aber auch hart, wenn ein Entwicklerstudio dann zugeben muss, ey, übrigens, unsere Übersetzung war qualitativ so mies, dass Nintendo sie erstmal nicht abgenommen hat. Wir müssen, es wird nochmal korrigiert. Oh, das ist schon eine Aussage, ne? Also, ui. Mich überrascht das so ein bisschen. Also klar kann ich verstehen, dass da auch auf Qualität Wert gelegt wird, aber ich bin mir sicher, dass es andere Spiele gibt, wo die Qualität der deutschen Version ähnlich, naja, oder auch fragwürdig ist und die trotzdem im Nintendo eShop oder sonst irgendwie für die Switch erscheinen. Warum jetzt ausgerechnet für ein Spiel wie Talisman Digital Edition, das mir gar nichts sagt, da nochmal so viel Aufwand betrieben wird, das kann ich jetzt als Außenstehender nicht ganz nachvollziehen. Aber Also ich grundsätzlich ist es eine gute Sache, dass da auf Qualität irgendwie Acht gegeben wird. kenne ja die Qualitätssicherungsprozesse bei Konsolenherstellern, die sind schon nicht ohne. Aber was gerade die Übersetzung angeht, sind die oftmals gar nicht so hart. Nee, das Und deshalb ist. wundert es mich, wie mies muss die Übersetzung gewesen sein, wenn Nintendo Höchstens das nicht abgenommen erstens hat. mal. Ja, vor allen Dingen war das Spiel, ist das Spiel ja schon länger auf dem PC draußen und da gibt es ja diese deutsche Übersetzung. Deswegen hatte sich die Andrea ja in der letzten Folge darüber aufgeregt, dass es das schon existiert und warum das dann nicht in die Switch übernommen wurde. Und dass dann wirklich dann Nintendo sagt, nee, hier stopp. Vor allen Dingen halt bei einer anderen Sprache, die jetzt mit Nintendo in dem Sinne erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, finde ich schon echt interessant. Höre ich auch zum ersten Mal. Ja gut, dann weiter, Gut, oder? dann mache ich mal den Stubi. Aktuell freue ich mich noch sehr viel mehr über eure wöchentliche Folge, da ihr ordentlich Abwechslung in mein Homeoffice bringt. Und dank euch, das, ach nee, und danke euch für die weiterhin gute Informationslage in der Krisenlage. Animal Crossing war leider noch nie meine Serie, da mir doch irgendwie ein Ziel fehlt. Dafür klingt Gears Tactics doch recht interessant für mich. Die XCOM-Reihe habe ich nämlich echt begeistert gespielt und das Spiel scheint ja wirklich einige Gemeinsamkeiten zu haben. Schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt. Aktuell rüste ich mich ein wenig im Homeoffice auf und besorge mir für meinen Desktop auch eine Webcam. Leider habe ich nur noch bei eBay ein passendes Gerät gefunden und der Versender hat als Standort Bremen angegeben, in den Versandinfos dann aber die Verfolgungsnummer eines chinesischen Lieferdienstes angegeben. Dass man dann bei Rücksendung die Versandkosten tragen soll, die der Versender mit 1,99 € angegeben hat, vervollständigt dann noch ein stark nach Betrug riechendes Geschäftsgebaren. Ich überlege aktuell noch, wie ich mit dieser Auktion umgehen soll. Zum Glück gab es da den eBay-Käuferschutz. Seid ihr auch schon mal auf solch findige Unternehmen gestoßen, beziehungsweise habt ihr positive oder negative Überraschungen dieser Art erlebt? Boah, also ich habe selbst mal auch mal, ich wollte vor Jahren mal für mich ausprobieren, ob eine Smartwatch etwas für mich ist oder nicht. Da habe ich dann von so einem chinesischen, von so einer Webseite eine sehr günstige Uhr bestellt und wunderte mich dann am Ende, dass die Sendung angeblich dann aus Europa kam, aber gar nicht der Fall war. Es kam aus China, aber die hatten dann auch irgendwie als Wert der Uhr statt irgendwie hatten die $10 angegeben, damit das Ding auch am Zoll vorbeikommt. Also die haben da richtig gut Verarsche gemacht am Ende. Die Uhr hat für mich auch nicht lang gut funktioniert. Also das war das andere, also auch so ein Nachteil. Aber ja, da habe ich selbst auch ein bisschen Skepsis. Also so ein konkretes Beispiel habe ich jetzt bei mir nicht. Also ich habe natürlich auch schon über eBay bestellt, aber dann meistens bei Privatleuten. Was mir gerade noch einfällt, was immerhin noch uns im Büro betrifft, ist, dass der Kollege Dominik mal einen Schluckspecht bestellt hat. Kennt ihr den? Das ist Ja. dieser huttragende Der Spechtvogel, der Lümmel immer. trinkt das Wasser. Genau Ja. der. Und Kennt man aus Simpsons zum Beispiel. Ja. genau. Also davon hatten wir schon mal einen in der Redaktion, bis der vor lauter Kalk kaputt gegangen ist. Und dann wollte der Kollege einen Ersatz bestellen. Und der hat es vor, ich glaube, 7 Monaten gemacht und er hat auch bezahlt per irgendwas, PayPal, whatever. Und dieser Vogel kam nie an. Also wir sitzen hier noch heute und warten auf den neuen Lümmel, aber der Lümmel will einfach nicht auftauchen. Skandal. Ja, ja. Also ich habe jetzt auch keine direkte Geschichte auf Lager. Ich habe eBay, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr benutzt. Ich habe das damals, als das so wirklich ganz groß war, habe ich das wirklich regelmäßig benutzt. Ich habe damals leider auch zu meiner Schande das selbst benutzt, um Sachen zu verkaufen, wie zum Beispiel meine umfangreiche Spielesammlung, was ich bis Wer heute nicht? bereue. Ja.
Aber seitdem habe ich es eigentlich kaum noch genutzt. Das letzte, was ich mal bei eBay gekauft habe, war meine PS Vita vor 3 oder 4 Jahren, weil es die damals schon nicht mehr kaum auf normalen Wege gab. Ich habe früher eBay vor allem dafür benutzt, um Platten, also Schallplatten zu kaufen. Ich habe Schallplatten gesammelt und da war eBay halt wirklich eine gute Adresse für so Sachen, wenn man so 60er, 70er Rockmusik haben wollte. Aber da hatte ich einmal tatsächlich den Fall, dass die Polizei sich bei mir gemeldet hat, dass ich Hehlerware gekauft habe. Auch nicht schlecht. Ja, konnte ich nicht wissen. Es war wirklich so eine Privatauktion und habe gekauft und dann auf einmal 2 Wochen später kam bei mir ein Brief an, ich sollte die Ware an die Polizei übergeben und es ist Hehlerware und ich habe mein Geld auch nicht wiedergesehen. Nicht wiedergesehen. Nee, Das das war klingt ja dann. nicht ganz fair. Nee, aber das ist halt bei eBay tatsächlich ein Risiko. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt, also ich spreche über einen Fall von vor 15 Jahren. Ach Ich weiß so. nicht, ob sich das jetzt inzwischen verändert hat. Da kann ich es nicht sagen. Aber da hatte ich tatsächlich sowas. Ja. eBay ist ja momentan ohnehin gerade, ich glaube, so richtig im Boom, weil ja alles, was man zu Hause irgendwie gebrauchen könnte, über eBay verkauft würde. Du kannst ja, abgesehen von den Klassikern Nudeln und Toilettenpapier, ist ja auch gerade irgendwie die Nintendo Switch irgendwie richtig gefragt. Oder Das ist schlimm, ne? wenn du, oh Gott, wie heißt es denn jetzt nochmal, Ring Fit Adventure zum Beispiel spielen willst, dieses Fitnessspiel für die Switch, bezahlen dafür Leute auf eBay fast 300 € oder sowas. Ich habe Nur für auch diesen Switch. Plastikring. Ich habe von Switch-Auktionen gehört, da gehen die Konsolen ohne Spiele, ohne alles für 400 und 500 € weg. Also Gebraucht. wer sie gerade nicht braucht und sich denkt, ja, ne, bisschen Joa, Geld Geld noch. könnte ich gebrauchen, könnte ich mir eine Pizza bestellen in die Quarantäne, Ja. wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Meine Switch ist mir doch noch zu wertvoll. Gut, dann zum nächsten. Oh, ich habe doch falsch taktiert, merke ich gerade. Aber ja, also Super Mario 2103. Hallihallo Matthias und dem Rest der GA-Podcastler. Auch von mir einmal ein großes Dankeschön, dass ihr euch trotz der aktuellen Umstände immer noch die Mühe macht, uns wöchentlich einen Podcast zur Verfügung zu stellen. Da nimmt man eine etwas schlechtere Soundqualität gerne in Kauf. Finde ich schön. Also vielen Dank. Hoffe, ihr bleibt auch weiterhin gesund und uns erhalten. Macht weiter so. So, jetzt kommen dann die Fragen. An dieser Stelle noch kurz ein paar Fragen. Erstens, Sony behauptet, dass die Covid-19-Krise sich nicht auf den Release der PS5 auswirken wird. Etwas zu optimistisch seitens Sony oder wird es nur eine sehr geringe Auslieferungsmenge geben im Weihnachtsgeschäft, was dann wieder zu einigen Eskalationen in den hiesigen Elektrofachmärkten führen wird? Man erinnert sich an einige hitzige Situationen in den Mediamärkten anno 2013 bei PS4 Release. Wollen wir die erstmal beantworten, Ja, die erste Frage? wir steigen da erstmal ein und ich würde sagen, es ist halt wirklich schwer vorherzusehen, was da passiert. Sony hat ja letztens ein Statement abgegeben dazu und gesagt, das wird schon werden, dass irgendwie die Fabriken in China wieder ihre Arbeit aufnehmen. Aber ja, andere sind dafür immer noch geschlossen, in Malaysia und in Großbritannien zum Beispiel. Wird sich halt zeigen, inwiefern sich das auf die Konsolen auswirkt. Ich habe da Also die schon meine Produktion, ne? Zweifel. Also wenn die Produktion in China stattfinden sollte, sieht es ja aktuell laut der chinesischen Regierung zumindest gut dort aus, ne? Heißt ja sehr viel. Ja, deshalb habe ich das ja auch so ausgedrückt, dass die jedenfalls Zahlen, was Erkrankungen und so weiter angeht, da sehr positiv aussieht, ne? Kaum neue Erkrankungen und man wartet vielleicht auf die zweite Ja, Welle. das kann aber auch sehr schnell wieder zurückkommen, halt. Ja, Wenn sie genau jetzt das. anfangen, was ja schon passiert, anfangen die ganzen Beschränkungen wieder zu lockern, dann sind die Leute wieder zusammen und dann kann es ja wieder losgehen. Der Jojo-Effekt quasi, bloß halt mit Viren. Ja gut, man spricht ja bei der Corona-Krise immer davon, dass die zweite Welle eigentlich das Ding sein wird. Oder vielleicht die dritte Welle. Ja, Also. deswegen bleibt es nur abzuwarten. Es ist ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zu wünschen, dass es alles klappt, da dann einige Dinge doch wichtiger sind als Ja. Videospiele, aber Ja, aber Videospiele sind aktuell auch wichtig, ne? wirtschaftlich ist es halt auch wichtig für einen Konzern wie Sony, dass da, weil irgendwann können die das dann halt auch nicht mehr verkraften, nur Ausgaben zu haben statt Nee, Einnahmen.
Aber ich könnte mir vorstellen, bei einem Aktienunternehmen werden sie Teufel tun, jetzt dann schon vorab dann sagen, boah, ja, übrigens, wir machen uns da auch Sorgen, ne? Ja, Also, natürlich, die. die wollen ja ihre Aktienkurse möglichst weit oben halten und erst wirklich untermauerte Aussagen Richtig, rausgeben, so von wegen. das kommt dazu, wenn die jetzt ein halbes Jahr vorher schon sagen, ja, nee, das wird eh nix, dann stürzt denen ihre Aktie ins Bodenlose. Ja, das ist auch sowas, ne? Also daher mit Vorsicht zu genießen. Ich bin mal überhaupt gespannt, wie die nächste Konsolengeneration verkauft wird. Nicht nur wegen der Corona-Krise, ob da jetzt wirklich Elektrofachmärkte Bezugsort 1 sind oder tatsächlich es dahin laufen wird, dass man die meisten Konsolen über Amazon und andere Online-Händler kauft. Ich kann mir Bin ich mal schon gespannt. vorstellen, dass man noch so ein bisschen den Marketing-Gag von so Mitternachtsverkäufen mitnehmen will. Dass, wenn man dann so Videos hat von 1000 Leuten, die sich am Eingang eines Elektromarktes drängeln und dann, wenn die Tür aufgeht und dann hineinströmen, so wie beim Black Friday, dann ist das schon, Habt denke ihr ich schon mal mal, auch. gemacht? Ich, nee. Ich auch nicht. Ich habe meine Konsolen immer über Amazon bestellt. Ja, muss ich auch gestehen. Obwohl, nein, ich habe meine erste Xbox. Also die Xbox 1 habe ich 2001 tatsächlich in so einem also so einem Elektrofachmarkt gekauft in Finnland. Aber nicht zu Mitternachtszeit und überhaupt irgendwie. Also da bin ich, glaube ich, nicht der richtige Mensch für. Ich werde dir nicht müde zu erzählen, dass ich meinen Fernseher im Getränkemarkt gekauft habe. Aber ansonsten habe Hast du einen ich. Kasten Bier noch dazu? Nee, also ich denke, doch, da hätte ich Bier schon kaufen können. Aber nee, das ist somit die einzige skurrile Geschichte, die ich zum Thema Hardware beizutragen habe. Aber wieso kauft man einen Fernseher im Getränkemarkt? Wie kommt man dazu? Ich war halt gerade da und er stand da und ich dachte mir, ja, warum nicht? Die haben wirklich so eine Palette gehabt mit Fernsehern und guter Preis, nehmt mit. Ja, man muss sich das jetzt nicht so wie den klassischen Getränkemarkt vorstellen, wo es halt nur Getränke gibt. Also das ist ja quasi, ich weiß nicht, wie man es irgendwie am besten beschreiben kann. Aber darf man Namen nennen oder stehen wir dann direkt wieder am Pranger von wegen Schleichwerbung? Nee, glaube ich nicht. Gut. Also es ist quasi so ein Tomgetränkemarkt und du hast ganz vorne den Pfand. Automaten, dann hast du die Getränke und je weiter nach hinten du gehst, desto abstruser wird's. Das heißt, dann kommen erst der Knabberkram, Ja, okay, was noch verständlich ist ein die bisschen, ne? Babynahrung, Nicht mehr. dann kommt Besteck, Kleidung und ganz hinten sind dann Elektrogeräte und so diese Grabbelkisten mit den Spielen und den DVDs, die keiner haben möchte. Oh ja, Und okay. da stand dann auch noch ein Fernseher und dann dachte ich mir, ja, komm, die Gelegenheit ist günstig, mache ich mal. Ich kann ihn ja mit Pfand bezahlen. Eine beste Währung, wie wir alle wissen, nicht wahr? Die bleibt stabil. Also, Ja, ne, stimmt. wenn ihr jetzt in Zeiten der Krise nicht wisst, wohin mit meinem Geld, Aktien sind mir zu unsicher, Goldpreis schwankt, Pfand bleibt stabil. Ich habe hier noch einen leeren Bierkasten stehen, den ich für harte Zeiten aufspare. Ja, aber das sind ja nur 8 Cent pro Flasche, plus den Kasten. Also wenn dann Plastik. Okay. Gut. Stimmt. Wir So, haben okay. abgeschweift zur zweiten Frage. Genau, die zweite Frage. Square liefert frühzeitig die Retail-Version von Final Fantasy VII Remake aus, um sicherzustellen, dass diese für den geplanten Release nächste Woche auch ausgeliefert werden. Glaubt ihr, bei anderen Games in nächster Zeit, beispielsweise The Last of Us Part 2, könnte dies ebenfalls geschehen? Oder sehen wir sogar noch eine Verschiebung diverser Titel, wie eben das genannte The Last of Us oder Ghost of Tsushima? Ja, sehen wir sowas? Ja, sehen Ja, wir, weil Last of Us ist ja Last of verschoben Us wurde ja worden. schon verschoben, aber ich würde sagen, da antworten wir gleich nach der nächsten Frage, weil die geht in genau die gleiche Richtung. Okay, aber allgemein, wenn es um Hard-Copies geht, also um Verkaufsversionen von Spielen, dass wir in nächster Zeit vielleicht da tatsächlich auch so Verschiebung haben, einfach wenn es um die Distribution geht, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich bin verwundert, dass es so lange gedauert hat, bis es da erste Probleme gibt. Ich glaube auch, was auch alle Spielehersteller so groß erzählen oder Entwickler, im Homeoffice arbeitet es sich genauso gut. Ich weiß es nicht. Ja, also da kann ich mir schon. Ja, da gibt es halt verschiedene Meldungen. Es gibt jetzt, gab jetzt die von, weiß gar nicht, was das war, Wasteland oder sowas. Die haben ihr Spiel gleich um 6 Monate oder so verschoben. Oder ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und andere wiederum, wie CD Projekt Red zum Beispiel, die beteuern, ja, nein, das wird nichts an unseren Plänen ändern. Wir schaffen das in der Zeit.
Es kommt halt sicherlich auch auf das Unternehmen an. Also Ori und The Will of the Wisp zum Beispiel wurde halt komplett im Homeoffice entwickelt, schon vor der Krise. Also, Ja, aber da geht es ja um kleine Teams, bei denen eben zum Beispiel Meetings ganz anders aussehen, die kurzen Dienstwege nicht ganz so viel so eine hohe Rolle spielen wie bei einem Unternehmen mit irgendwie 400 Angestellten. Wenn diese ja, kurzen richtig. Dienstwege auf einmal ein bisschen schwerer ausfallen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so Wir glatt haben ja auch läuft. schon Fälle gesehen, wie zum Beispiel die Switch-Version von The Outer Worlds, die halt bei einem chinesischen Entwickler entstand und halt auch verschoben werden musste. Eben aus Grund dessen, weil da keiner mehr arbeiten konnte. Aber gut, ich lese mal den letzten Beitrag von Johnny 1138 vor, weil dann können wir auf das Thema The Last of Us noch eingehen. Er schreibt: Hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, dass ihr bei bester Gesundheit seid. The Last of Us erneut verschoben, sogar auf unbestimmte Zeit und obwohl das Spiel fertig sein soll. Angesichts der gegenwärtigen Lage kein Problem, wenn sich ein Videospiel verschiebt. Doch erscheint es mir, dass bei Sony große Ungewissheit herrscht. Entweder wird wohl ein großer Starttitel für die PS5 benötigt, oder das Spiel erscheint im Herbst für die PS4 und die PS5 kommt erst im nächsten Jahr. Die weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Tage deuten für mich auf letzteres Szenario. Sony wird einen schwachen PS5-Start vermeiden wollen, da Millionen potenzieller Kunden aufgrund Einkommens- bzw. Jobverlustes andere Nöte als eine neue Konsole im Herbst 2020 haben werden. Ich denke, Sony setzt auf eine wirtschaftliche Erholung im Frühjahr nächsten Jahres und dem dann entflammenden Optimismus der Konsumenten. Ich freue mich auf eure Spekulationen in den kommenden Wochen. Es grüßt euch Johnny. Also da kann man echt lange und also man könnte sehr ausführlich darüber spekulieren. Also ich, aber vermutlich bin ich auch bei Johnny und sage, dass die PS5 der Also, Start tatsächlich verschoben werden wird. was ich abwegig finde, ist, was ich halt auch heute schon wieder viel im Internet gelesen habe, auch bei uns im Forum oder in anderen Foren oder in sozialen Netzwerken, ist, dass Sony jetzt The Last of Us so lange verschiebt, bis es ein Launch-Titel für die PS5 wird. Das wird nicht passieren. Das Ding ist für die PS4 entwickelt und es wird auch für die PS4 erscheinen, weil da lässt sich Sony gar nicht beirren. Wenn man mal zurückdenkt, The Last of Us, der erste Teil, der erschien damals im Juni. Und damit nur Eben. 5 Monate vor dem Release der PS4, das hat sie damals auch nicht gekümmert. Nee. Aber was eben Johnny hier angesprochen hat, ist eben die finanziellen Rücklagen von von allen Menschen hier. Wenn man sich mal so Zahlen anschaut, in den USA sind jetzt wie viele über 6 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Man rechnet mit bis zu 20 Millionen Arbeitslosen dort. Da ist nicht die Kaufkraft unbedingt da, ne? Das ist sicherlich eines der Gründe. Begründet hat es Sony ja mit logistischen Problemen, weil sie das Spiel einfach nicht überall auf der Welt verteilen können, wie sie es gerne hätten. Und das kann ich auch schon nachvollziehen, weil im Moment sind halt auch Handelswege nicht so einfach. Richtig. Und da gibt es dann halt immer wieder Gegenargumente von wegen, ja, dann macht es doch einfach nur als rein digitalen Release. Auch das ist nicht gangbar, meiner Meinung nach. Gerade weil auf den Konsolen der Retail-Markt doch noch sehr wichtig ist. Also der macht schon größtenteils noch mindestens 50% von den Einnahmen aus und es ist nicht anzunehmen, dass wenn man jetzt plötzlich nur digital geht, dass plötzlich diese 50% Marktanteil auch alle ins Digital verschoben werden. Das ist illusorisch. Aktuell bei Konsolen sehe ich das auch genau sehr, sehr ähnlich. Bei PC-Spielen wäre es eine andere Geschichte, aber bei Konsolenspielen wollen die Leute dann schon gerne die Hardcopies haben. Und Ja. ich finde es auch völlig richtig, dass sie sagen, wir wollen, dass das alle Spieler weltweit gleichzeitig starten können. Dass gerade bei so einem Spiel wie The Last of Us, weil es halt wirklich sehr von der Story getragen wird, Ja, finde ich das wenn. eigentlich schon gut, weil sonst Ja, ich habe das wird man jetzt bei Di gespoilert. ich habe das bei Disney Plus gesehen, was ja vor ein paar Monaten in den USA gestartet ist und jetzt erst Ende März hier in Deutschland. Ich musste wie Weihwasser irgendwelche Sachen vermeiden, um nicht in Clone Wars oder in Mandalorian gespoilert zu werden. Ja. Gut, Mandalorian habe ich dann habe ich dann, ja, ne? Und so? Ja, hast du doch irgendwie gesehen, aber bei Freund eines Freundes und überhaupt, ne? Ja, Ja. das ist halt nicht so einfach, wenn Nee. Teile der vernetzten Welt halt schon Dinge kennen,
Ja, Das und es Zeug wird sich sickert doch auch einfach auf die durch. Verkäufer auch auswirken. Wenn, Ja, sagen wir mal, natürlich. das Spiel kommt in, es gibt einen Influencer, der dann das Spiel komplett durchspielt auf irgendeinem YouTube-Kanal. Ja, natürlich Das kann mit bei vielen so. Leuten schon dazu führen, dass sie sich sagen, ach ja, na, jetzt habe ich es ja schon gesehen, muss ich das jetzt wirklich noch kaufen, das Spiel? Richtig. Also ja, da gibt es viele Argumente, die dagegen sprechen. Und sie haben Auch jetzt auch nicht nur The Last of Us verschoben, was halt gegen diese Argumentation von wegen, ja, sie wollen The Last of Us für die PS5 aufheben, spricht, sie haben ja auch Iron Man VR verschoben und das kann nicht für die PS5 erscheinen, meines Wissens, weil die PS5 noch kein neues VR-Headset hat. Das kommt erst später, soweit ich informiert bin. Das Ja. Vier, oh, gut, das Vierer soll wahrscheinlich damit laufen, aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das der Grund ist. Ich auch Und nicht ich ganz. gehe auch fest davon aus, dass wenn das noch länger anhält, dass auch andere Spiele da noch folgen werden. Und der Jason Schreier, der bekannte amerikanische Investigativjournalist, hat ja Ja. auch geschrieben, dass er von vielen Leuten bei Naughty Dog gehört hat, mit denen er auch letztens ja erst gesprochen hat, wo er diesen Report über den harten Crunch bei Naughty Dog geschrieben hat, dass die ihm erzählt haben, ja, das Spiel ist fertig, das könnte eigentlich rauskommen. Von daher glaube ich nicht, dass Sony sich da absichtlich Geld entgehen lässt, Nee, sondern glaube ich. das wirklich aus wirklich gut Wirtschaftlichen. überlegten Gründen macht. Ja, glaube ich auch. Ja, hätten wir noch die Und Frage auch beantwortet, oder? ich gehe auch fest davon aus, dass das demnächst wir das noch von vielen anderen Publishern sehen werden. Und weil der Super Mario ja auch das Final Fantasy VII Remake angesprochen hat, was jetzt von Square Enix in Europa und Australien ja verfrüht veröffentlicht wurde, damit sie das alles irgendwie auf die Reihe kriegen, zeigt ja schon, was dann für ein Chaos entsteht. Wir können es jetzt hier schon spielen, durch europäische Influencer ist das Spiel schon im Netz. Und die Amis, die sitzen jetzt da und warten noch bis nächste Woche und ja, können sich das schon mal die ganzen Spoiler alle im Netz anschauen. Schön einfach, ne? Gut, wenn ihr sonst dann nichts hinzuzufügen habt. Nee, nee. Nee, zu dem Thema hatte ich jetzt nicht viel beizutragen. Aber hast du ein anderes Thema beizutragen? Das klang jetzt so. Nee, ich kann den Leuten natürlich nur empfehlen, wenn ihr diesen GA-Podcast schon interessant fandet, euch auch mal unsere anderen Podcasts anzuhören. Übernimmst du jetzt meine Hörtipps für mich? Das ist aber nett. Ja, wenn du das möchtest. Unter anderem haben wir den Nintendo Podcast Ausgabe 84 mit den Themen Mario 64, Mario Sunshine, neues Paper Mario und mehr für die Switch. Lukas und Johannes über die Gerüchte zum großen Mario-Jubiläum. Dazu noch den Play-Podcast 230, der kommt am kommenden Montag. Die Das ist Kollegen der. nehmen den gerade parallel zu uns auf, übrigens. Was ist das für ein Deswegen. Datum? 6. 6. April? 6. genau. Deswegen konnten wir heute hier leider auch nicht über Resident Evil 3 reden, weil der Chris halt gerade parallel den Play 4 Podcast aufnimmt. Wir könnten noch Chris einfach zu uns verschieben. Ha! Ach ja. Ja, und als gutes letztes, alle guten Dinge sind ja drei, gibt es noch den BAFTcast Nummer 538 zu WoW Legion als Legacy, XP-Buffs, TBC-Server und Shadowlands. Von diesen Worten habe ich keines verstanden, aber ich bin mir sicher, für Leute, die sich mit World of Warcraft beschäftigen, ist das sehr geiler Scheiß. Das habe ich mir jetzt schon fast Stimmt. gedacht, dass du da nichts verstanden hast. Ansonsten kann ich in eigener Sache natürlich immer nur unseren YouTube-Kanal noch empfehlen. Da raschelt was. auf dem wir auch weiterhin versuchen, euch regelmäßig mit tollen, spannenden, interessanten Inhalten zu versorgen. Unter anderem eben unser ja, Video-Review zu Resident Evil 3, das ja heute erscheint. Und jede Menge Tipps und Guides entsprechend zu dem Thema, aber auch ja, rund ums weite Feld der Videospiele gibt es da eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Du hast doch bestimmt auch ein Video zu Predator gemacht. Das ist richtig, ja. Und das zu Modern Warfare kommt hoffentlich bald. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Ja. Gut, dann ist das auch ein schöner Abschluss und ich bedanke mich bei euch beiden. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, Ja, bis dann hoffentlich zum nächsten Mal. bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.